Hey, ich bin Timo und heute schauen wir uns diesen Klassiker hier an, der nie aus der Mode kommen wird. Creed's Green Arrow Street. Und was der jedenfalls für mich mit den Peaky Blinders zu tun hat, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Ja, kennst du ihn? Wie findest du ihn? Du weißt, was jetzt kommt. Schreib mir doch mal in die Kommentare, wie du ihn findest, was du hier so erlebt hast. Das würde mich freuen und alle anderen, die immer mal in den Kommentaren geiern, ne? Das wäre auf jeden Fall nice. Ansonsten wäre es auch nice, wenn du neu hier wärst und dann auch noch ein Abo dalassen würdest. Denk doch auch mal an mein Duftherz, das würde mich sehr freuen. Okay, genug gebettelt für heute jedenfalls. Schauen wir uns den hier mal an. Ah, sieht schon schick aus, ne? Das hier ist der Flakon. Hier seht ihr einen in 100 ml. Ihr bekommt den allerdings auch in 50 ml. 50 ml kosten derzeit so um die 180, 190 Euro herum. Die Flakons kennt ihr ja wahrscheinlich schon aus dem Hause Creed. Da brauche ich nicht mehr ganz so viel sagen. Aber alter Schwede, so all black sieht das schon richtig nice aus. Aber wie ist denn der Juice hier drin? Die Duftbeschreibung, meine Herren, die sieht wie folgt aus. Die Duftnoten blende ich euch gerne mal ein. Zitrone, Eisenkraut, Veilche, ja okay. Aber ich finde, das Beispiel, was ich jetzt mache, das passt einfach so gut auf dieses Parfum hier. Stellt euch vor, England, Birmingham, 1920. Die Peaky Blinders, und falls ihr das jetzt nicht kennen solltet, einfach mal kurz googeln, damit ihr diesen Vibe aufsaugen könnt. Dann ist es alles ein bisschen besser nachzuvollziehen. Die Peaky Blinders sind in den Straßen ihrer Stadt. Das Wetter ist rau und grau, verregnet, die Straße ist noch nass vom Regen. Am Ende des Horizonts, da scheint so ein ganz bisschen aber die Sonne durch. Und da stehen sie mit ihren engen Anzügen, natürlich aus Tweed, das passt natürlich sehr gut. Sie haben enge Anzüge an, mit einer Weste, dann haben sie, ja, die Hosen haben so einen recht hohen Bund. Die meisten haben eine Schiebermütze auf oder rauchen vielleicht auch gerade, ne, gucken auf ihre altmodische Uhr. Und ja, so ist es auch mit diesem Duft hier. Eleganz mit rauen Tönen trifft auf kompromisslose Natur der Straße. Ja, ich finde, das passt einfach so gut. Den kannst du 1900 nehmen und den kannst du auch noch im Jahr 3000 nehmen. Der ist einfach zeitlos. Ein grüner, frischer Duft mit so ein bisschen Aquatik. Man könnte als Kurzbeispiel auch sagen, riecht wie so, also jedenfalls ein bisschen, wie die Küste Irlands. Ja, so ein bisschen rau, so ein bisschen weich, aber doch irgendwie schön. Puh, echt Hammer. Ein richtiger Klassikerduft. Ja. Beim ersten Mal riechen dachte ich sofort an Rasierschaum, ja, der so richtig fresh daherkommt, dich so beruhigt. Aber das ist sehr stilvoll und elegant. Und falls du sowas suchst, dann kann ich nur sagen, muss man den hier auschecken. Das ist ein elegantes Düftchen und ja, seit 1985 am Start. Und der wird noch, so bin ich mir jedenfalls fast sicher, richtig lange noch am Start bleiben. Die Einsetzbarkeit vom Green Arrow Street, die sehe ich quasi immer. Im Frühling, ja klar, da passt er super gut, ne? Ist ein grüner Duft. Das ist so, finde ich, sein Sweet Spot. Ansonsten kannst du ihn immer nehmen im Hochsommer. Ah, ich weiß nicht, wenn das jetzt so 40 Grad sind, ob ich den dann tragen würde. Muss man mal gucken. Den könnt ihr nehmen. Casual, aber auch im Anzug, ja. Warum denn nicht als Business-Duft? Ich finde, da passt er auch sehr gut hin. Clubbing, Dating. Ja, ich weiß nicht. Da sehe ich persönlich den nicht. Falls ihr es anders seht, gerne mal in die Kommentare. Aber für die Freizeit, fürs Büro, da ist der schon umwerfend schön und da kann man absolut nichts falsch machen mit. In Sachen Haltbarkeit und Sillage bekommt er von mir jeweils eine 7 von 10. So ein Arbeitstag macht er auf jeden Fall immer gut mit, da kann ich mich nicht beschweren. Danach nimmt er schon so ein bisschen ja, an Fahrt ab, aber naja. Creed ist ja auch jetzt nicht so bekannt, dass die absolute Powerbeaster bauen. Von daher sollte man das vielleicht auch ein bisschen vorher wissen. Aber eine 7 ist schon recht solide. Da kann ich ja, mich nicht sonderlich beschweren. Ist okay, bekommt eine 7 von 10 jeweils. Mein Fazit. Wenn du einen grünen, frischen Duft suchst, der elegant sein soll, dann den hier.
Punkt. Ich glaube, viel mehr muss ich gar nicht zu sagen. Preis-Leistung, naja, es ist Nische, es ist Creed. Gut, ist ein bisschen höher. Und ja, es gibt einen Duft, der so ähnlich riecht oder eigentlich auch mehrere, ich weiß. Trotzdem ist er immer noch der King. Ja? Zeitloser Klassiker und den sollte man schon mal ausprobiert haben. Auch wenn ich glaube, dass die ganz Jungen unter euch eher sagen werden, nee, das riecht mir zu altmodisch. Da muss man wahrscheinlich so ein bisschen noch in die Jahre kommen, so wie ich, dass man den hier doch ein bisschen zu schätzen weiß. Und wie gesagt, du suchst einen Classy-Duft, gerade auch für den Frühling, dann hier mal auschecken. Da sind wir auch schon am Ende des Videos, aber jetzt will ich nochmal von dir wissen. Was ist denn deine Meinung zu dem hier? Zu Green Arrow Street von Creed? Lass einen Kommentar da, würde mich freuen. Ansonsten, mach dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder zu einem neuen Video. Dein Tommy Shelby, der Parfums, Timo. Bye, bye.